diesem Video wollen wir uns mit dem Scatterplot oder Streudiagramm beschäftigen, was eigentlich die Art Diagramm ist, die man kennt oder erwartet, wenn man von statistischen Diagrammen redet und da ein gewisser Teil davon schon bei der allgemeinen Beschreibung für Plot benannt worden ist und ein paar von den entsprechenden Optionen dort auch schon vorkamen, werde ich diese ausklammern und mich auf ein paar neue Optionen und Möglichkeiten bei Streudiagrammen beschränken. Das erste Streudiagramm, das wir erhalten können, oder die einfachste Art und Weise, ist eben direkt den Plot-Befehl zu verwenden, der standardmäßig ein Streudiagramm erstellt. Ich habe mal wieder unsere Länderdaten geladen und nehme die Einwohnerzahl und stelle sie gegen die Fläche dar. Jetzt muss ich natürlich die Daten laden. So. Und wir bekommen eben eine X-Achse mit der Einwohnerzahl, eine Y-Achse mit der Fläche und die Punkte werden entsprechend an den Stellen aufgetragen, wo sich die Werte jeweils befinden. Ich verteile das mal wieder so, dass wir beides sehen können. Gut, und ich hatte bei der allgemeinen Beschreibung von Plot schon mal angeführt, dass man auch Plottyp N wählen kann, mit dem dann ein leeres Diagramm dargestellt wird. Zu welchem Zweck das Ganze möglich ist, lässt sich jetzt zeigen. Ich kann zum Beispiel mit dem Befehl Points, um genau zu sein, jetzt hier Punkte hineinzeichnen im nächsten Schritt und damit das vorher erstellte Diagramm so anreichern. Oder ich kann den Befehl Lines verwenden, um Linien in das Diagramm hineinzuziehen. Das ist jetzt natürlich wieder relativ unsinnig, weil die Linien vom ersten Eintrag zum zweiten Eintrag, zum dritten Eintrag und so gezogen werden. Und das ist bei uns ja recht bunt verteilt. Also muss man zuerst für so ein Liniendiagramm, wenn es irgendwie sinnvoll sein soll, das Ganze hier unten entsprechend geordnet haben. Zum Beispiel machen wir eine Datei Länder 2, die wir sortieren. Stammen sollen die Daten aus Länder und ich greife dort auf die Länder zu in der Reihenfolge ihrer Einwohnerzahl. Dieser Befehl Order gibt uns die Indizes der Länder in der Reihenfolge aus, wie sie nach der Ordnung dieser Variable auftreten sollten. Also zuerst Land 2, das ist das mit der kleinsten Einwohnerzahl, dann Land 10, das ist das mit der nächsthöheren Einwohnerzahl und so weiter. Wenn ich mir das hier so ausgeben lasse, das ein bisschen größer mache, kann man diese Sortierung hier entsprechend verfolgen. Also es wird aufsteigend sortiert. Und wenn ich das jetzt benutze, um es meinem Lines-Befehl zu übergeben, ich mache den Plot erstmal wieder sauber. Und erstelle mir die Variable Länder 2 und zeichne die Daten ein, dann bekommen wir zumindest so etwas wie eine Kurve, die halbwegs sinnvoll aussieht. Ob sie sinnvoll ist oder nicht, entscheidet im Grunde genommen die Datenqualität, die man dahinter hat. Wenn wir es mit einem fortlaufenden Variable hier unten zu tun haben, bei denen die Zwischenwerte, die wir mit der Kurve hier simulieren, auch irgendeine Art von Bedeutung haben, dann kann man so eine durchgezogene Linie ziehen. Das ist aber bei Einwohnerzahlen nicht zwingend der Fall, denn wir haben kein Land, das irgendwo hier liegt und entsprechend Fläche und Einwohnerzahl besitzt, darstellt. Von daher ist es hier eigentlich nicht sinnvoll, eine Linie zu ziehen. Sinnvoller ist es zum Beispiel, wenn wir wirklich etwas Fortlaufendes haben, und ich nehme mal die C14-Kalibrationskurve, ich habe da ein bisschen Code
vorbereitet. Zuerst einmal lade ich die Intcal4-Kurve ein. Die wird im Internet als CSV-Datei bereitgestellt unter dieser Adresse. Und ich kann diese Adresse direkt eingeben in ReadCSV und direkt Dateien aus dem Internet herunterladen und in R benutzen, ohne dass ich sie zuerst mit einem Browser herunterlade, dann entsprechend in R einlade. Es geht direkt über die HTTP-Schnittstelle. Zumindest in dem Linux-System hier. Das müsste aber unter Windows genauso funktionieren. Wenn ich das ausführe, dann wird diese Datei hier reingeladen. Die Kalibrationskurve, da stecken diverse Werte drin, die uns nicht so sehr interessieren. Wir fangen mal mit dem kalibrierten Datum an und dem BP-Datum und stellen das gegeneinander dar mit Plot. In diesem Fall die ersten 1000 Werte. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Gehen wir mal ein bisschen runter. Die sind ja in 5er Schritten jeweils aufgetragen, also 5 Jahresschritte, zumindest im Anfang der Kurve, solange man genaue Daten aufgrund von Dendro hat. Und jetzt kann ich zusätzlich mit, nicht mit dem Plot-Befehl, sondern mit dem Lines-Befehl weitere Kurven hier hineinzeichnen. Ich kann die Unsicherheitsmargen zum Beispiel hineinzeichnen, die obere und die untere Unsicherheitsmarge hier als LTY gleich 2. Das ist eine gestrichelte Linie mit der Farbe Grau. Und wir sehen jetzt hier die Unsicherheitsbereiche für jedes einzelne Datum aufgetragen. Also damit kann man einen Plot weiter anreichern mit dem Befehl Lines und Points und kann weitere Kurven und weitere Daten in einen bereits vorhandenen Plot hineintragen. Mit Points können wir auch noch ein paar andere Sachen machen. Ich gehe mal wieder zurück zu unseren Daten hier. Zum Beispiel können wir unterschiedliche Symbole verwenden. Der Code dafür ist PCH. Hier drunter verstecken sich, hinter dieser PCH-Angabe verstecken sich verschiedene Codierungsmöglichkeiten. Wenn man im Internet mal schaut, findet man mit dem Suchbegriff PCHR Symbols diverse Darstellungen relativ einfach, relativ schnell, welche PCH-Zahl zu welchem Symbol dazugehört. Das, was ich gerade benutzt habe, 12, ist dieses Rechteck mit dem Kreuz drin. Und wenn ich das ausführe, dann bekomme ich unsere Punkte hier mit diesem Symbol wiedergegeben. Das ist vielleicht nicht unbedingt viel schöner als das, was wir vorher hatten, den offenen Punkt. Was vielleicht ganz sinnvoll ist, ist die 20, das ist ein geschlossener Punkt. Ich mache den Plot nochmal wieder sauber. So. Und wir können das auch benutzen, um nach einer weiteren Variable das Punktsymbol zu steuern. Zum Beispiel nach dem Einlieferer. Länder, Dollar, Einlieferer. Das wird so noch nicht funktionieren, weil wir hier eine Textvariable, eine Faktorvariable haben und leider versteht Points an dieser Stelle das nicht, das direkt umzurechnen. Deswegen müssen wir sie uns als Integer, als Ganzzahlvariable umwandeln. Zuerst haben wir ja diese Buchstabenketten. S-Integer holt dann den Zahlenwert, der in der Faktorvariable abgespeichert ist und im Hintergrund steht, heraus und gibt sie als Integerwert zurück. Und wenn ich das jetzt benutze und wiederum erstmal den Plot leer mache, dann bekomme ich verschiedene Symbole nach den einzelnen Einlieferern ausgegeben und kann mir das in einer Legende, da wir jetzt die Zuordnung nicht so direkt haben, in einer Legende wieder anzeigen lassen mit dem Befehl Legend. Man kann hier ja direkt angeben, wo diese Legende geplottet werden soll, indem wir die Koordinaten aus dem Diagramm hier angeben. Das geht aber teilweise auch einfacher. Wir wollen dieses Diagramm oder diese Legende zum Beispiel unten rechts haben.
Dafür gibt es das Codewort bottom right. Das wird anstelle der x-Variable eingetragen und bei der y-Variable wird nichts eingetragen. Das heißt, wir machen einfach ein Komma dahinter. Und dann müssen wir der Legende noch mitgeben, was dargestellt werden soll. In diesem Fall haben wir unsere Symbole separat dargestellt, oder die Symbole sollen in der Legende dargestellt werden und die Namen sollen auch hieraus stammen. Das sind ja die Namen, die dazugehören. Wenn ich das jetzt so abschicke, dann wird für jeden einzelnen Eintrag das Symbol und der zugehörige Name wiedergegeben. Das sind diverse Doppelungen, die wir nicht brauchen. Wir brauchen jeweils nur ein einmaliges, eindeutiges Auftreten dieses Wertes. Um ein einmaliges, eindeutiges Auftreten herauszugreifen, kann man den Befehl unique benutzen. Damit wird jeweils nur angezeigt, was einmalig vorkommt, oder gleiches Vorkommen wird zusammengefasst. Das gleiche müssen wir bei unserem Namen machen, damit wir wieder die gleiche Anzahl haben. Ich mache den Plot erstmal wieder sauber. Lass mir die Punkte ausgeben und die zugehörige Legende. Und jetzt haben wir unten eine Legende, die uns die verschiedenen Symbole anzeigt und die dazugehörigen Informationen ausliefert. Das gleiche geht auch, indem wir statt des Symbols hier zum Beispiel die Farbe ausgeben. Plot erstmal wieder sauber machen. Und vielleicht nehmen wir doch lieber den gefüllten Kreis. PCH gleich 20. Und wir können jetzt wiederum die Legende benutzen. Fill und bekommen jetzt farblich markiert, wer welchen Plot produziert hat, wer welches Datum eingeliefert hat. Wir können hier auch zum Beispiel, bleiben wir mal dabei, statt Farbe oder Symbol können wir auch die Größe verändern. Und das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man drei Variablen zusammen darstellen möchte. Größe verändert man mit CX. Damit kann man auch zum Beispiel Textgrößen verändern. Das hatten wir ja teilweise schon gemacht. Aber damit kann man auch die Symbolgrößen verändern. Und wir machen mal das Symbol entsprechend des Bruttoinlandsproduktes. Produkt. Hier stecken unsere Bruttoinlandsprodukte drin. Die sind allerdings sehr, sehr groß. Und wenn ich das jetzt abschieße, braucht eine Weile. Und wir kriegen komplett schwarze Fläche, weil die Punktgröße einfach deutlich zu groß ist, als dass sie hier so sinnvoll dargestellt werden kann. Wir können das Ganze verändern, indem wir das erst einmal auf das Maximum normieren, also durch das Maximum teilen. Plot sauber machen. Ausführen. Damit werden unsere Punkte jetzt sehr, sehr klein, weil das jeweils teilweise Bruchteile sind. Wenn ich mir das ausgeben lasse, werden die entsprechenden Werte sehr, sehr klein. Rechnen wir das mal 20 noch. Dann werden die Punktgröße schon deutlich größer und man kann zumindest ansatzweise erkennen, wo die Unterschiede liegen. Was wir noch machen können, ist nicht Punkte unter Linien einzeichnen, sondern Text. Wiederum, indem ich die Koordinaten hier angebe und als Labels, also als Beschriftung, unsere Zeilennamen der Länder mitgebe. Plot reinigen und ausführen. Und jetzt sehen wir hier,
die entsprechenden Benennungen. Das ist nicht ganz schön im Grunde genommen, da wir hier sehr viele Überlappungen haben. Na, komm schon. So. Um das zu korrigieren, können wir uns einer neuen Skalierung der Achsen bedienen, einer logarithmischen Skalierung, bei der kleine Werte auseinandergezogen werden, wie wir es hier der Fall haben, und große Werte zusammengestaucht werden, wie es hier der Fall ist. Hier sind sehr große Werte, die sollen enger beieinander dargestellt werden, die kleinen sollen weiter auseinander dargestellt werden. Und der Befehl dazu ist log. Und jetzt gebe ich an, was logarithmiert werden soll. Und ich lasse mal x- und y-Achse beide logarithmieren. Wir bekommen ein neues Diagramm, neue Darstellung mit logarithmierten Werten. Und wenn ich jetzt hier den Text wieder drauf plotte, dann ist das Ganze schon etwas sinnvoller verteilt. Ja, hier drüben. Und wir können die einzelnen Unterschiede im kleineren Bereich deutlich besser identifizieren. Im größeren Bereich, das zieht das Ganze nicht mehr so stark auseinander. Das Ganze mal dargestellt, was bei Logarithmieren eigentlich passiert. Wenn ich zum Beispiel die Zahlen von 1 bis 10.000 nehme und dagegen darstelle die logarithmierten Zahlen von 1 bis 10.000, dann kann man sehen, dass auf der normalen Skala wandern wir von 1 bis 10.000 und hier wird das, wenn die logarithmiert Werte angezeigt, und am Anfang steigt das noch sehr schnell an, am Ende wird dieses Verhältnis sehr viel flacher, sehr viel langsamer. Also große Werte werden dichter beieinander dargestellt, große Unterschiede werden nivelliert, kleine Unterschiede werden hervorgehoben. Das ist ein erlaubtes Verfahren, um seine Daten etwas sinnvoller darzustellen. Ich nehme mir mal das Leermachen des Plottes hier nach unten. So, was wir jetzt noch darstellen können, zum Beispiel, sind Linien, die den Datenverlauf beschreiben. Das hatten wir teilweise ja schon gesehen mit AppLine beim Plot, dass ich das Verhältnis, das lineare Modell dieser beiden Werte gegeneinander darstelle, um eine Regression zu erzeugen. Wobei ich an dieser Stelle die Werte vertauschen muss, da wir die abhängige Variable auf der linken und die unabhängige Variable auf der rechten Seite haben. Und hiermit bekommen wir eine Darstellung der Regressionsgraden zwischen den beiden Werten. Was auch noch ganz nett ist, ist der Befehl LOIS, der eine LOS-Schätzung durchführt, eine lokal optimierte Schätzung des Verhältnisses der beiden Variablen zueinander, bei dem eine Kurve eingezeichnet wird, die ebenfalls möglichst gut zu diesen Werten passt, die aber auch lokale Unterschiede in der Beschleunigung anzeigt. Das tue ich. Hiermit erstelle ich dieses Modell. Mit Lines kann ich das entsprechend darstellen. Ich nehme mal eine andere Farbe, Color gleich Blue, das Ganze in Anführungszeichen. Und wir bekommen eine Kurve hier angezeigt, die optimal versucht, den Datenverlauf darzustellen. Und da sich hier große Veränderungen vollziehen, verändert sich die Kurve hier auch. Und wir kriegen keine gerade Linie mehr, sondern eine Kurve, die möglichst an die lokalen Werte jeweils angepasst ist, sodass man nochmal eine Abschätzung über den Verlauf bekommen kann. Eine durchaus noch wichtigen Bereich, wo man diese Scatterplots verwenden kann, ist eben zu schauen, wo Beziehungen herrschen zwischen Variablen. Dafür kann man den Befehl pairs verwenden. Mit pairs werden die Beziehungen der Variablen in einem Plot mehrfach gegeneinander dargestellt. Auch hier verwenden wir die Formelschreibweise, wobei wir keine abhängige Variable angeben, sondern alles unabhängige Variablen sein sollen. Und
Ich nehme noch mal das Bruttoinlandsprodukt dazu. Inlandsprodukt. Wobei wir uns das noch einfacher machen können, da wir in Formelschreibweise arbeiten, kann ich die Daten direkt aus Länder ziehen und die Benennung, die Angaben hier vor, dass es jeweils Länder sein soll, kann ich mir damit schenken. Und muss auch gucken, dass ich hier mich nicht verschreibe. Wir bekommen hiermit eine Darstellung, wo die einzelnen Variablen jeweils in Zeilen und Spalten dargestellt sind und die Beziehungen dieser beiden Variablen zueinander in entsprechenden Streudiagrammen, also die Beziehung von Fläche und Bruttoinlandsprodukt wird hier dargestellt. Wir haben hier die Fläche aufgetragen, hier das Bruttoinlandsprodukt und wir können sehen, dass auch hier in irgendeiner Form eine Beziehung besteht. Einwohnerzahl zu Fläche, Einwohnerzahl wieder Y-Achse, Fläche X-Achse. Und auch so kann man sich anschauen, bei vielen Variablen, wenn man mehrere Variablen hat und schauen möchte, wo Beziehungen herrschen, kann man es auf diese Art und Weise entsprechend darstellen. Was auch noch geht, ist eine 3D-Darstellung. Dazu brauchen wir die Bibliothek RGL, die auch unter Windows funktionieren sollte. Und 3D-Darstellung ist wirklich etwas, was man nur im Live-Betrieb sich anschauen sollte. Solange ihr keine Möglichkeit findet, dreidimensional zu plotten und das in ein Buch zu bringen, ist so etwas für Publikationen absolut nicht sinnvoll. Aber um mal ein bisschen herumzumotzen und das Ganze schick darzustellen, wenn er live läuft, kann man diese Plot-3D-Funktion benutzen. Ich bekomme hier ein neues Plot-Fenster. Das ist jetzt ein OpenGL-Fenster, also ein 3D-Fenster. Wenn ich das mal ein bisschen größer ziehe, kann ich jetzt meinen dreidimensionalen Plot hin und her bewegen und kann mir die Struktur der Daten angucken. Wie gesagt, nur sinnvoll, wenn man das Ganze hier live durchspielt. Es ist nichts, was man großartig abdrucken kann, aufgrund der Beschränkungen von Papier. Man kann aber damit zum Beispiel ein kleines Video erstellen und es in einer Präsentation laufen lassen. Das mag gegebenenfalls ganz schick sein. Gut, so viel zu den Scatterplots, zu den Streudiagrammen bis hierher. Und das ist durchaus ein Feld, mit dem man sehr viel anfangen kann, trotzdem es eigentlich eine recht einfache Darstellung ist von einer Variable gegen die andere Variable. In die Tiefe können wir aufgrund der Zeit hier nicht gehen, aber da ist auf jeden Fall noch eine Menge möglich.